Mit dem Urhebervertragsrecht sollen die Beziehungen zwischen Urheberinnen und Urhebern, also diejenigen, die ein Werk schaffen, und den Verwertern, also diejenigen, die dafür sorgen, dass ein Werk publiziert, vervielfältigt, veröffentlicht wird, in Übereinklang gebracht werden. Nun ist es so, dass die Urheberinnen und Urheber ihre Rechte an die Verwerter abtreten. Im Referentenentwurf wird jetzt ein Rückrufrecht geklärt. Das heißt, die Urheberinnen und Urheber sollen bei nicht angemessener Verwertung die Möglichkeit haben, ihre Verwertungsrechte zurückzurufen. Dagegen wird jetzt eingewandt, es handelt sich um einen Eingriff in die Berufsfreiheit. Das ist unzutreffend, denn es wird nicht geklärt, ob jemand Verleger werden kann, sondern wie das Verlagswesen ausgeübt wird. Und angesichts der Tatsache, dass Urheberinnen und Urheber ihre Rechte abtreten, ist es nur mehr recht und billig, dass sie auch die Möglichkeit haben, bei nicht angemessener Verwertung diese Rechte zurückzurufen. Der Referentenentwurf vom Justizministerium liegt ja nun seit Herbst vor. Er soll die Durchsetzungskraft des Anspruches für eine angemessene Vergütung von Künstlerinnen und Künstlern und Urheberinnen und Urheberinnen stärken. 2002 wurde ja erstmalig das im Gesetz verankert. Leider blieb dieses Gesetz bisher ziemlich wirkungslos. Die soziale Lage vieler Künstlerinnen und Künstler ist eh schon sehr prekär und das Urhebervertragsrecht könnte ein Ansatzpunkt sein, ihre Bedingungen zu verbessern. 2012 hat die Linke deswegen einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der Referentenentwurf des Justizministeriums hat einige Forderungen aufgenommen, geht uns aber nicht weit genug. Deswegen haben wir auch einen Änderungsantrag eingebracht. Der soll helfen, dass dieses Gesetz oder dieser Entwurf, der jetzt auf den Weg gebracht wird, nicht wirkungslos bleibt und den Künstlerinnen und Künstlern in Zukunft auch helfen wird.